Über 100 Zuführungen gibt es an diesem Nachmittag, ist später einer Presseerklärung der Polizei zu entnehmen. Gemessen an der Zahl der Demonstranten ist es wahrscheinlich der größte Zugriff in Berlin seit den Massenverhaftungen der Volkspolizei im Herbst 1989. Die AfD-Fraktion in Brandenburg fordert mittlerweile einen Untersuchungsausschuss über die Corona-Politik der Regierung und ein Ende des Lockdowns. Wie ernst es die Partei meint, bleibt abzuwarten, denn in der Krise fand die AfD lange kaum vernehmbare Worte, war weitgehend auf Regierungslinie. Als der Bundestag über den Notstand abstimmte, enthielt sie sich der Stimme. Eine schwache Leistung, wie ich finde. Magdeburg am vergangenen Mittwoch. Mehrere hundert Menschen stehen auf dem Domplatz. In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt findet die bislang größte vom Staat genehmigte Demonstration gegen den Ausnahmezustand statt. Den Protest hat die AfD-Fraktion im Landtag organisiert. Von denen, die dort demonstrieren, hört man in den Medien, es seien Rechtsradikale, Verschwörungsideologen und Spinner. Ich persönlich bin seit 48 Jahren staatlich ausgebildete Kosmetikerin und habe eine Ausbildung an einer medizinischen Fachschule Gott sei Dank absolvieren können, mit einem vierteljährigen Aufenthalt in der Universitätsklinik in Magdeburg und bin von daher, was Virologie und Hygiene betrifft, gut ausgebildet. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht sagen, was man uns hier antut, das ist Kasper-Theater, hat mit Hygiene und Gesundheitsschutz gar nichts zu tun. Mir scheint, immer mehr Menschen haben den Lockdown satt. Nicht aus Leichtfertigkeit oder gar, weil ihnen die Gesundheit anderer egal wäre. Aber sie glauben, dass ein Ende der Demokratie ein sehr hoher Preis ist im Kampf gegen ein Virus, das sich schon seit 6 Wochen auf dem Rückzug befindet.